Der Fußball rollt wieder in den Amateurligen und ein Höhepunkt am Wochenende ist sicherlich das Landesliga-Derby zwischen dem SV Bad Rothenfelde und dem Aufsteiger aus Wallenhorst. Die Etablierten aus Rothenfelde sind nach zwei erfolgreichen Pokalspielen bereit für den Auftakt. Ja, gut gerüstet sind wir auf alle Fälle. Nach 6 Wochen Vorbereitung und 2 Pokalspielen, die wir auch erfolgreich gestaltet haben. Gut, das erste Spiel ist sehr positiv gestaltet worden. Der zweite, da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Aber wir sind sehr gut gerüstet gegen Wallenhorst im Derby hier erfolgreich zu sein. Die Jungs sind heiß. Die Trainingseinheiten, die wir absolviert haben, die sprechen ein positives Ergebnis. Wir sind gerüstet, es kann losgehen. Unterschätzt wird die Mannschaft von Holger Karp aber nicht. Der Aufsteiger hat sich ja mehr oder weniger personell nicht so verändert, hat den Kader mehr oder weniger so zusammengelassen, ist eine eingespielte Truppe. Die werden die Euphorie, die sie im Aufstiegsjahr mitgenommen haben, werden sie hier mit am Tag legen. Wird ein schweres Derby, denke mir mal, Wallenhorst ist nicht zu unterschätzen. Nur knapp 3 Kilometer entfernt von der Sportanlage in Bad Rothenfelde heulen die Motoren. Mutige Fahrer kämpfen am Samstag und Sonntag in ihren Boliden auf dem Aschener Stoppelfeldrennen um den begehrten Franz-Pickel-Pokal. Einen Motorsport-Rückblick vom 51. Osnabrücker Bergrennen gibt es ab sofort auf www.leo-channel.de. Ab Dienstag folgen dann die Highlights vom Derby sowie vom Autocross-Kult-Event aus Aschen.